herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich muss noch ein paar Bäumchen hier klein machen, auf das wir dann genügend Holzvorrat mal wieder haben. Für Bretterpaletten, weil für Hackschnitzel haben wir ja eigentlich. Ja, man will ja nicht. Vielleicht ein bisschen zurück. Ah, jetzt. Ah, jetzt geht's doch. Lull. Okay. Ah, das ist sogar ein großer gewesen. Ich dachte, das wäre so nur so ein kleiner wieder gewesen. So einer hier, so ein krummes Ding. Okay, den kriege ich nicht. Ich auch nicht. Auch nicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt aber nur die guten Bäume hier raus. Und die schlechten lasse ich erstmal stehen. Weil aus denen hier kriege ich halt zwei Stämme raus, die ich benutzen kann. Und aus den anderen immer nur einen. Natürlich für mich dann ein bisschen lukrativer. Muss ich nicht so oft hin und her fahren. Geht eigentlich noch mal gut was drauf auf den Anhänger. Ich denke, so zwei, drei Bäume können wir noch fällen. Das sollten auf alle Fälle passen.
Den da können wir noch nehmen. Ah, und da steht noch einer direkt daneben. Perfekt. Zwei, dann nehmen wir noch einen und dann ist erstmal gut. Dann verladen wir das ganze Zeug. Und dann müsste eigentlich auch der Diesel schon anrufen. Wegen den Karotten. Gut. Super. Schauen wir mal, ob wir die überhaupt alle auf den Anhänger drauf kriegen. Der will nicht, der, ach, das ist immer doof, wenn die sich so verkanten, ey. Nein. So. Kann ich den nämlich von hinten einfach anstupsen und dann bis nach vorne durchschieben. Perfekt. Funktioniert alles, so wie ich das möchte. Das ist perfekt. So macht's Arbeiten Spaß. Lübt, lübt, lübt.
habe ich sogar hinten zu viel geladen wie vorne. Muss ich eher die Stämme mal wieder andersrum laden. Oh, halt. So, jetzt. Sonst werde ich hinten zu hoch und vorne habe ich kein Gewicht drauf. Das wäre dann auch wieder nicht so gut zum Fahren. Was gibt's denn hier im Angebot? Was kauft denn Aldi? Dinkel. 890. Aber ist das jetzt ein super Preis oder nicht? Ich glaube eigentlich eher noch nicht. Ich glaube, der geht eigentlich noch höher. Bin mir aber nicht mehr sicher. Will halt auch nicht zu günstig verkaufen. Mal gucken. Nein, boah. Das war wieder aber ganz knapp hier. Ganz knapp. Ganz enge Kiste. So, irgendwie will das LU mich nicht anrufen, beziehungsweise ich kann das LU gerade nicht anrufen. Das ist ein bisschen doof, weil ich hätte Minimum einen Auftrag für die. Da bin ich gerade fast schon am Überlegen, ob sie dann einfach Pech gehabt haben. Wenn sie da nicht gucken, dass sie ihre Kunden ranziehen. Pech gehabt, würde ich fast behaupten. Ich probiere mal. Ich würde. Warum klingelt denn das jetzt nicht? Ah, jetzt. Hallo, hier ist der Neumann.
Ja, ey, warum bist du nicht zu erreichen hier? Oh, Business. Der war die ganze Zeit besetzt, ey. Ich will dir auch ein Business geben, aber du hast keinen Bock auf Business. Ich hätte ein paar Aufträge für euch. Ah, oh. Ja. Schon überlegt, ob ich dann sage, ihr habt Pech gehabt. Was gibt's denn? Ich bräuchte ein paar Transportfahrten und dann nächste Woche wahrscheinlich auch Feldaufträge. Was zu tun? Ein paar Transportfahrten, inwiefern Holz oder wie? Nee, Getreide tatsächlich. Ach, Getreide verkaufen wahrscheinlich. Jupp. Oder? Wie viel Ladevolumen habt ihr? Also auf einmal. Wir haben einen LKW, wo mit einem Anhänger, wo 59.000 reinpassen. Nur? Habt ihr nicht diese MAN-Dinger? Ja doch, da passen 70 rein. Ja eben, weil das wäre mir lieber. Ja. Weil dann hätte ich eventuell, dass ihr mir Dinkel verkauft. Jo. Schicke ich einen los. Jupp, das wäre sehr nett. Soll zum Hof aufladen und... Oder, warte mal. Nee, Karotten. 70.000 Karotten zum... Lidl. Okay. Gut, danke dir. Bitte. Tschö. Tschö. So ein Humblemann, ey. Sondersgleichen. So. Zumindest den Auftrag bin ich mal losgeworden. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns oder hören uns morgen wieder. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne dann wieder rein. Lasst ein Like, Abo oder einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.